Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir und damit auch herzlich willkommen zur ersten Folge der Serie Pump It Up. Ja, wie ihr wolltet, eine FIFA 20 Serie und ich habe mich gestern Abend nur nochmal hingesetzt und überlegt, Mensch, was kannst du machen? Ich hoffe, das geht übrigens gerade, weil ich mein Mikro nochmal vorstelle. So, und dann habe ich mir halt so überlegt, ich werde mir pro Folge ein Verein zusammenkaufen und daraus eben eine Startelf bilden. Und für diese Folge habe ich mir eben das Meme meiner, meines 10-jährigen Ichs, sage ich jetzt mal, oder 11, 12, zusammengesucht, nämlich den ersten FC Erzgebirge Aue. Warum das so das Meme geworden ist von uns, beziehungsweise halt von mir und meinem Bruder, erkläre ich gleich nochmal, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein ins Team und ich habe mich einfach mal so für eine Fünferkette entschieden, nicht weil ich irgendwie auf Safe spielen will oder so. Achso, apropos, wir werden dann natürlich auch noch in ein Game reingehen, jedoch nicht in Division Rivals, weil da halt nur Spitzer unterwegs sind, auch nicht für Champions, wenn wir das am Wochenende mal machen werden, sondern einfach in ein ganz normales Online-Einzelspiel. So, und da labere ich gar nicht mehr so lange rum. Und wir fangen einfach an mit der Torwart, ja schon Legende schlechthin, Martin Mennel. 70er Silberkarte, ich kann schon mal vorwegnehmen, es sind alles Silberkarten, die in diesem Team hier stehen werden. Ein komplettes Silberteam haben wir uns hier zusammengebaut, beziehungsweise hat FC Erzgebirg Aue oder einfach nur Aue hier. Ja, und das Problem, was ihr wahrscheinlich schon seht, der ist gerade mal 1,83 groß, aber schon damals, als wir angefangen haben, diesen Verein so in Anführungszeichen zu verfolgen, stand eben Mennel schon im Tor. Ich glaube, er hat während seiner Vereinsgeschichte auch nochmal den Verein gewechselt oder ähnliches, aber naja, ich weiß es nicht. Und da kommen wir auch schon zu unserer Innenverteidigung, die bestückt ist durch Kalik, Wydra und Kaku Talua. Keine Ahnung, was das für ein Name ist, aber das sind unsere drei Innenverteidiger. Sehen dann für Silberkarten doch recht stabil aus. Hier Kaku Talua, keine Ahnung, wer auch immer sich den Namen ausgedacht hat. Hier mit 73 Pace, Wydra mit 67 und Kalik mit 65. Ja, das Problem ist, Kalik zum Beispiel auch nur mit 1,81, doch relativ klein. Und alle Arbeitsraten mit Mittel, was auch relativ schwierig sein kann, wenn die dann nicht mehr so richtig nach hinten arbeiten. Auf den Außenverteidigerpositionen spielen dann bei uns zum einen der gute Kempe mit seinen 71 Pace, könnte auch fast ein Innenverteidiger sein. Und dann haben wir hier noch den Rizzuto, beides schon als Außenverteidiger so angewählt. Ich habe hier nichts verändert an dem Team. Und ihr seht auch schon alle Karten ungefähr für 200 bis 250 Münzen gekauft oder mal für 150 Münzen erboten. Ich glaube, Mennel habe ich auch für 150 Münzen. Und naja, also Rizzuto könnte mit seinen 73 Tempo und dann doch noch ein bisschen reißen. Er hat sogar hoch Mittelarbeitsraten und Kempe hat nur Mittel, also genauso wie die komplette Innenverteidigung. Wir werden jetzt einfach mal sehen. Ich glaube, im echten Leben spielt Aue eher eine Dreierkette oder halt Fünferkette, aber es wird glaube ich immer dargestellt als Dreierkette und dann sind Kempe und Rizzuto eben auf den Außen gesetzt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sie eher nach hinten arbeiten oder nicht. Ich habe mich hier einfach mal für diese Fünferkette entschieden, weil es von der Chemie her einfach am besten geht. Und dann kommen wir einfach schon zu unseren beiden ZMs und die sind für heute eigentlich gar keine richtigen ZMs. Wir haben hier nämlich den ZDM von Riese und ZOM Hochscheid, wahrscheinlich, glaube der Kapitän, wenn es nicht Mennel ist. Jedenfalls hier mit Hoch und Riese
Auch mit Hoho. Das Problem ist, Riese hat zwar 90 Ausdauer, das heißt, er würde das wo mitmachen. Hochscheid jedoch nur 78. Bei dem wird es dann schon ein wenig kritisch. Und da springen wir auch schon direkt in unseren Sturm über, der heute gefüllt ist mit dem guten Tunesier Nazarov und dem deutschen Testroed. Testroed sieht sogar relativ okay aus, sage ich jetzt mal halt, mit seinen 70 Tempo und 70 Schießen, zudem noch 75 Physis und auch noch 4 Sterne Weakfoot, genauso wie Nazarov das eben auch hat. Und beide sind noch relativ groß. Ich weiß jetzt nicht, Sprungkraft, ja. Mit Kopfbällen sollten wir wahrscheinlich doch nicht agieren. Und ihr seht schon, eine Position in diesem Team ist noch offen. Und vielleicht habt ihr das am Thumbnail schon gesehen. Denn ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe nämlich in FIFA auch meine eigene Karte. Ja, okay. Nein, wir haben den guten Alexandru Maxim einfach als unser Pump It Up Maskottchen. Warum genau der? Naja, ich mache ziemlich häufig immer den Witz. Guck mal, ich habe meine eigene FIFA-Karte, weil ich heiße ja auch Maxim und auf der Karte steht Maxim. Deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, ist vielleicht eine geile Karte, hat 5 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß und dadurch, dass das jetzt einfach unser Maskottchen wird, gebe ich ihm einfach diese Push-Karte, um ihn noch ein wenig krasser zu machen. Mit der Push-Karte sehen seine Stats auch noch richtig geil aus. Auch wenn er, weil er eben in der ersten deutschen Bundesliga spielt, nur 4 Chemie hat, trotzdem ganz geile Werte. Wird zwar nicht so ganz durch den Chemistry-Style geboostet, aber trotzdem wird er wahrscheinlich diesem Team helfen. Und da gehen wir auch schon rein in unser Spiel. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Und da haben wir auch schon unseren ersten bzw. unseren einzigen Gegner gefunden. Wir nehmen hier unsere Once-to-Watch-Trikots. Ich hoffe einfach, dass es mit der Latenz ein wenig passen wird. Weil, naja, wir sind ja jetzt hier in den Freundschaftsspielen. Wir sehen ja auch gar nicht unser Gegnerteam, beziehungsweise halt das Gegnerteam, das wurde ja rausgenommen, warum auch immer. Tenshow müssen wir mal aufpassen, um den hier am Ball abzunehmen. Haben aber ganz gut gemeistert und jetzt sind wir mal im Angriff. Da unten ist der gute Alexandru Maxim, der dreht sich erstmal um ihn drum rum, macht dann einen Hacke zu Hacke, noch ein Roulette hinterher, zieht dann zurück und passt den in die Mitte, Nazarov, auf den guten Testroid, aber der Ball kommt leider nicht an. Und wir kriegen eine gelbe Karte. Warum denn das? Herr Schiedsrichter, haben Sie denn da ein Foul gesehen? Ah, das muss ich mir in der Wiederholung nochmal angucken. Ich muss auf jeden Fall für die nächste Folge diese Namensleiste unten wieder anmachen. Ich weiß gar nicht, warum die aus sind. Aber das ist natürlich blöd, wenn ich dann nicht sehe, wie das mit dem Ausdauerstand da unten ist. Aber naja, wechseln dürfen wir sowieso nicht. Außer wir nehmen Auswechselspieler von dem Verein, den wir haben. Und dieser Spin, der war maximal dämlich. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Er lag schon am Boden. Aber ich wollte mich noch einmal um mich selbst drehen, um nochmal eine schöne Figur zu machen. Maxim hier mit dem Berber-Spin schießt einfach mal drauf und Ulreich hält. Aber wir haben eine Ecke. Wir schicken die einfach mal einen kurzen Pfosten hier ran. Und da steht Testritz, aber der kriegt den Ball leider nicht rein. Der Gegner nun hier also wieder vorne und macht das 1 zu 0. Omar Mascarell kommt einfach so zum Schuss, das geht natürlich gar nicht. Nun rennen wir hier auch noch dem Rückstand hinterher. Und da ist der Riese und der Riese macht noch vor dem Halbzeitpfiff das 1 zu 1. Philipp Riese, unser eigentlicher ZDM, wird hier von Nazarov oder Testroed, glaube ich,
durchgeschickt und macht sofort die Bude mit seinem linken Fuß, knallt er das Ding da ins Tor hin. 1:1. Der Gegner hat nun wieder hier den Füllkrug und er bekommt einen Elfmeter. Warum? Ich habe nichts gedrückt. Ich kann nichts dafür. Den müssen wir jetzt halten. Und den hält Martin Mennel, der Elferkiller, schlechthin. Ja, ganz wichtig. Und jetzt raus mit dem Teil. Einfach erstmal klären. Um uns wieder neu aufbauen zu können. Ja, der Gegner macht's gut. Wir müssen den Ball erstmal wieder rausbekommen. War es abseits? Es war abseits. Martin Mennel muss den Ball erstmal wieder rausbekommen, so. Und da ist die Halbzeit. 1:1. Doch recht ausgeglichen sieht man ja hier. Aber einen Elfmeter haben wir gehalten. Und jetzt geht es natürlich rein in die zweite Halbzeit. Und hoffentlich kann Maxim, der Matchwinner, schlechthin jetzt noch was reißen und sein Team zum Sieg führen. Haben wir hier den Lazarott und den Testroid. Der verliert aber leider den Ball. Das ist natürlich blöd. Mascarell nun hier wieder. Aber den können wir abfangen. Rizzotto. Testroid kommt durch. Testroid ist frei vorm Tor. Und schafft es nicht, den Ball ins Tor zu versenken. Der Ball geht ins Aus. Achso, ich wollte euch ja eigentlich noch erzählen, was das mit dem ganzen Aue-Zeug, ja, wie das alles angefangen hat. Naja, das war halt eigentlich so. Mein Bruder. Entschuldigung, ich muss das hier ein bisschen unterbrechen. Ich wollte eigentlich gerade die Geschichte erzählen. Aber Alexandru Maxim, nach einem Traumpass versenkt er das Ding unten in der rechten Ecke. Keine Chance für Ulreich. Und der neue Stand nun also 2:1 durch The Main Man Maxim. So. Jetzt versuche ich einfach nochmal die Geschichte ein bisschen zu erklären. Und zwar hat mein Bruder irgendwann mal angefangen, ja, kennst du Aue schon? Und keine Ahnung, er hat irgendwie die ganze Zeit den Namen gefeiert oder so. Und in FIFA 13 ging es dann los, die ganze Zeit irgendwelche Karrieren mit FC Erzgebirge Aue. Und seitdem ist es irgendwie so unser Meme geworden. Ja, ja, so Aue macht das. Und die sind ja, glaube ich, momentan auch ganz gut im Titelkampf dabei. Beziehungsweise im Aufstiegskampf. Und Testroid schafft es hier nicht, den Ball wieder im Tor zu versenken. Schade, schade. Aber wir sind immer noch in Führung und müssen diese jetzt erstmal verwalten. Und hier haben wir den guten Herrn Testroid, der den Keeper einfach über Luft. Testroid mit dem 3:1. Pascal Testroid in der 84. Minute chippt er den Ball einfach über Ulreich drüber. Und das müsste es doch jetzt eigentlich schon gewesen sein. Ulreich hier springt hoch, hat aber keine Chance mehr, an den Ball zu kommen. 3:1 für Aue. Unser Gegner nun jetzt nochmal mit dem Konter. Die letzte Aktion. Riese holt sich aber den Ball. Und somit gewinnen wir das Spiel. 3:1. FC Erzgebirge Aue ist wieder auf Kurs. Beziehungsweise immer noch. Und wenn sie den Aufstieg packen, dann fresse ich hier einen Besen. Mache ich natürlich nicht, aber naja. Maxim mit einem Tor hat seinen Job relativ gut gemacht. Hat natürlich diese fragwürdige gelbe Karte da abbekommen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal mit dem Schiedsrichter reden.
Aber am Ende war es dann doch relativ deutlich, wie ihr da an der Statistik sehen könnt. Und dann würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge von Pump It Up. Ich weiß noch nicht, welchen Verein wir in der nächsten Folge machen werden. Ihr könnt ja auch ganz gerne mal euren nächsten Verein in die Kommentare schreiben. Aber halt so einen, der nicht so ganz krasse Spiele hat wie Barca, Real oder sonstiges. Ja, so wie Erzgebirge Aue oder mal, keine Ahnung, so Bayer Leverkusen oder sowas halt. Solche Spieler, die man auch bezahlen kann, denn es geht ja immer noch um Münzen. Was ich allerdings noch weiß, Maxim ist heiß drauf, bei dem nächsten Verein zu spielen, den nächsten Verein nach oben zu pushen. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Habt noch einen traumhaften Tag. Tschüss und auf Wiedersehen.